Dieser Mann ließ sich da in der Stille die klar artikulierende, wenn auch asthmatische Stimme des Dr. Kranich vernehmen. Dieser Mann ist wahnsinnig. Daran kann längst kein Zweifel bestehen. Und es ist sehr zu bedauern, dass in unserem Kreise die irrenärztliche Wissenschaft nicht vertreten ist. Ich als Numismatiker fühle mich hier gänzlich unzuständig. Damit ging auch er hinaus. Dieser kurze Ausschnitt zeigt einen Teil des Schlusses von Thomas Manns Roman Dr. Faustus von 1947. Es geht hier zentral um das Thema Schuld. Schuldannahme, Schuldübernahme. Und akzeptiert man diese Schuld? Diese Nebenfigur, der Numismatiker, erklärt die Hauptfigur Adrian Leverkühn einfach für verrückt und sich damit nicht weiter für zuständig. Das ist eine Haltung, die man einnehmen kann, denn tatsächlich wird der Protagonist Adrian Leverkühn im Roman im Laufe der Handlung wahnsinnig. Er ist krank, hat Syphilis und damit geht es am Ende auch immer mehr auf den Wahnsinn zu. Eine andere Haltung, die man hier jedoch auch einnehmen kann, ist die der übergeordneten Frage nach der deutschen Schuld. Gibt es ein gutes und ein böses Deutschland? Gibt es überhaupt Deutsche, die sich für nicht zuständig erklären können? In seinem Vortrag Deutschland und die Deutschen von 1945 hat Thomas Mann diese Frage auch schon beschäftigt. Und er sagt dazu, das böse Deutschland, das ist das fehlgegangene Gute, das Gute im Unglück, in Schuld und Untergang. Darum ist es für einen deutsch geborenen Geist auch so unmöglich, das böse, schuldbeladene Deutschland ganz zu verleugnen und zu erklären, ich bin das Gute, das Edle, das gerechte Deutschland. Damit ist es natürlich, bezieht er sich selbst hier eigentlich auch mit ein. Man kann also diese Haltung damit gar nicht einnehmen. In Bezug auf den Roman gibt das oder stellt sich damit die interessante Frage, wie sieht es denn aus mit der Verantwortung der Nebenfigur? Was für die Hauptfigur schon oft beleuchtet wurde und kontrovers diskutiert wurde, inwiefern ist Adrian Leverkühn schuldig, was hat es mit dem Teufelspakt auf sich, etc., das kann man nun auch mal einmal für die anderen Figuren sich ansehen. Und dabei sind nicht nur die schon genannten Nebenfiguren von Bedeutung, sondern auch die Erzählerfigur Serenus Zeitblom. Zwar beleuchtet diese durchaus die deutsche Handlung und auch das Thema Schuld und Verantwortung sehr stark, man kann sich allerdings fragen, was abgesehen von dieser reflexiven Ebene, dieser Metaebene sozusagen, eigentlich innerhalb der Handlung von dieser Verantwortung zu spüren ist. Übernimmt er wirklich Verantwortung oder ist das, was wir in Serenus Zeitblom sehen, eigentlich auch nur eine Beobachterhaltung? Entzieht er sich auch dieser Verantwortung? Diesen Fragen möchte ich gerne in einem Jahr in Frankfurt mit Ihnen nachgehen und hoffe dann im Anschluss an meinen Vortrag zur Verantwortung und Schuld im Dr. Faustus auf eine spannende und auch gerne kontroverse Diskussion zu diesem Thema.